Moin moin liebe Achievement Hunter, Susaku hier. Wir sind wieder dabei, einen Erfolg in der Nacht feste zu machen, und zwar beim zweiten Boss. Der Erfolg ist große Lichtshow. Aktiviere alle Scheinwerfer um den Nachtbrunnen und bezwingt dann die chromatische Anomalie in der Nachtfestung auf dem Schwierigkeitsgrad normal oder höher. Hierbei sollte man noch sagen, dass dieser Erfolg sich mit mehr und im heroischen Modus leichter spielen lässt. Das heißt, ihr solltet hierfür zwischen 20 bis 25 Mitspieler haben und ihr solltet das Ganze im Heroischen machen. Das ist bisher tatsächlich der einzigste Erfolg, wo ich empfehle, diesen im Heroischen zu machen. Warum das Ganze? Ganz einfach, es geht um eine spezielle Fähigkeit, mit der ihr diese Lichter anzünden müsst. Und diese bekommt ihr öfters, wenn ihr im Heroischen Schwierigkeitsgrad drin seid. Die Fähigkeit, von der wir hier sprechen, ist die Zeitbombe. Damit könnt ihr die einzelnen Lichter anmachen. Wie genau das funktioniert, erkläre ich euch noch im Video. Ihr bekommt im heroischen Schwierigkeit weitaus mehr Zeitbomben als im non-heroischen. Deswegen ist es wirklich einfacher, diesen Erfolg im Hero-Modus zu spielen. Zudem, wenn ihr mehr Spieler habt, bekommt ihr auch mehr Zeitbomben. Also macht es auch Sinn, diesen Erfolg mit einer größeren Truppe zu machen. Natürlich geht es auch im NHC oder in einer kleineren, gestaltet sich dabei aber weitaus schwieriger und langlebiger, weil ihr dementsprechend länger bei dem Boss kämpfen müsst. Wie ihr hier seht, habe ich einige dieser Punkte, an denen ihr die Zeitbombe hochgehen lassen müsst, markiert. Es sind diese blauen, einfachen kleinen Kreise. Ihr pullt den Boss ganz normal und spielt ihn halt so, wie ihr ihn aus dem NHC bzw. aus dem heroischen Schwierigkeitsgrad sowieso kennt. Mit Ausnahme, dass ihr ihn natürlich bitte nicht durchburstet, ansonsten bekommt ihr ja die Zeitbomben nicht korrekt. Ganz normal tanken die Tanks, es wird immer geswitcht, ihr weicht den Explosionen bzw. die roten Bomben, die von oben nach unten fallen, einfach aus und müsst nichts anderes machen, als die Leute, die halt Zeitbombe bekommen, sich in einer dieser blauen Flächen zu stellen. Versucht mit dem Boss nach und nach im Uhrzeiger oder gegen den Uhrzeigersinn rumzugehen und kontrolliert, bevor ihr den Boss tötet, ob ihr auch wirklich alle Lämpchen beziehungsweise alle Punkte, die ihr anleuchten solltet, am Ende entzündet habt. Wie gesagt, ihr müsst einfach mit Zeitbombe, sobald es das erste Mal kommt, euch dorthin stellen. Nach wie vor solltet ihr natürlich diesen blauen Kreisen, die aus dem Nachtbrunnen hervorkommen, ausweichen. Wie ihr seht, da explodieren die einzelnen Spieler und die ersten Lämpchen sind angezogen. Diese sind leicht zu erkennen oder leicht auch zu übersehen, weil es eigentlich nur so weiße Fäden sind, die von oben nach unten gehen oder von unten nach oben. Wie rum ist auch irrelevant, auf jeden Fall leuchtet es weiß, wenn man mal ganz genau hinsieht. Ansonsten achtet mal jetzt bitte drauf, man sieht es. Wir haben den Boss hier noch einige Zeit casten lassen und erstmal etwas down gekloppt. Ihr könnt den Boss ruhig auf bis zu 10% runterhauen, doch bevor ihr ihn tötet, müssen alle 12 Lampen an sein. Dafür dauert das natürlich jetzt ein bisschen, ihr seht jetzt, wir machen Damage auf den Boss. Anschließend geht das Ganze wieder los, ihr müsst ausweichen. Jetzt habt ihr die verlangsamte Phase, das heißt, ihr seid alle etwas langsamer. Dementsprechend braucht ihr auch länger zum Laufen, das solltet ihr mit einberechnen, wenn ihr nun die Zeitbombe zu dem jeweiligen Punkt bringen wollt. Nach wie vor müsst ihr den Boss aber weiterhin an den Adds taunten. Das bedeutet auch, dass die DDs bzw. die Personen, die von Zeitbomben betroffen worden sind, einen weiteren Laufweg haben, falls ihr den Boss dementsprechend, weil das Add auf der anderen Seite spawnt, nicht rüberziehen könnt. Das solltet ihr immer mit einberechnen, damit die DDs auch lang oder früh genug loslaufen, um die anderen Lichter zu entzünden. Wie ihr seht, haben wir hier Glück gehabt und das Add ging weiter hinaus, sodass wir weiter den Boss in die Richtung ziehen konnten, in der noch keine Lämpchen aktiv waren. Allerdings switcht der Boss nun in die nächste Phase, dass wir auf die schnelle Phase kommen. Jetzt ist Geschwindigkeit gefragt, denn jetzt müsst ihr daran denken, dass die Lämpchen auch schneller entzündet werden. Dementsprechend sollten die Leute mit Zeitbombe auch schneller auf ihre eigenen Flächen, die noch nicht leuchten, sich bewegen, sodass auch wirklich alle blauen Kreise abgedeckt am Ende sind. Wir haben es so gemacht, dass wir am Ende des Bosskampfes, bevor wir den Boss getötet haben, bin ich einmal eine Ehrenrunde um den kompletten Brunnen rumgelaufen, um zu checken, ob auch wirklich alle Lichter leuchten bzw. alle diese blauen Kreise entzündet worden sind. Für mich sind das persönlich keine Lichter und auch keine Lampen, die wir eigentlich entzünden. Sieht komisch aus, aber warum nicht? Das ist halt irgendwie merkwürdig. Man sieht jetzt, das Ganze ist etwas beschleunigt. Es wird immer schneller, da wir in der Turbophase sind. Diesmal ist das Add rechts gespawnt.
Das ist auch das letzte Etwas, was wir haben. Anschließend haben wir kontrolliert, ob auch wirklich alle laufen. Beziehungsweise alle Lichter leuchten, alle 12. Und das war's dann auch schon. Da braucht ihr nur noch den Boss umhauen und habt den Erfolg. Hier ganz schön zu sehen, dass ich mich jetzt gleich auf den Weg mache. Haben wir das Ed noch kurz gekillt. Kleineren. Ich musste gerade tanken und nun mache ich mich auf den Weg. Ihr seht, ich laufe jetzt schön einmal außen rum. Kontrolliere wirklich jede Lampe, ob sie auch leuchtet. Sollten Mitspieler natürlich während des Kampfes sterben, ist das kein Problem. Die bekommen den Erfolg natürlich. Viel mehr muss ich euch dazu gar nicht sagen. Eigentlich bräuchte ich gar nicht so viel sagen, wie ich gesagt habe, weil der Erfolg wirklich sehr, sehr leicht ist. Ihr müsst halt wirklich einfach nur die Zeit bomben, auf die richtige Position bringen. 12 Mal, also insgesamt 12 Stück. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen, hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte, wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Abonnieren, kommentieren und liken nicht vergessen. Bei Fragen versuche ich schnellstmöglich unten in der Kommentarbox zu antworten. Bis zum nächsten Mal, euer Susaku aka Leeboy. Tschüssikowski.